Heute ein neues Videotutorial zu den Inlux-Spielregeln, wenn Sie Inlux neu erworben haben oder Ihre Kenntnisse in Inlux ein bisschen auffrischen wollen, helfen wir Ihnen heute, ein paar Grundsatzdefinitionen in Inlux festzulegen. Bevor Sie anfangen, vielleicht als ersten Punkt erstmal die Inlux-Listen. Sie sehen es von Punkt 1 bis 4, Projektliste, Aufgabenliste, Zeiterfassungsliste, Dokumentenliste. Also viele Informationen werden in Listen dargestellt. Die Herausforderung ist sozusagen in Inlux, sich diese Informationen auch korrekt anzeigen zu lassen. Das schauen wir uns mal an. Ich switche gleich mal rüber in Inlux und Sie sehen hier, ich bin in der globalen Ansicht links oben sozusagen die verschiedenen Ansichten. Also Sie sehen gerade, ich bin jetzt hier in der Projektliste, was wir in den Folien gerade gesehen haben. Also auch hier Aufgaben, Zeit für Zeiterfassung und die Dokumentenliste. Also all diesen Listen gleich ist sozusagen die Handhabbarkeit. Also wie kann ich in Inlux mit diesen Listen arbeiten? Dazu gibt es drei wichtige Punkte, die ich Ihnen zeigen möchte. Der erste Punkt ist sozusagen Felder auswählen. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Spalten so anpassen, wie ich das möchte. Rechte Maustaste, Felder auswählen. Sie sehen es hier, ein paar Auswahlfelder an Informationen, die in dieser Übersicht noch verfügbar ist. Das heißt, ich schnappe mir einen Punkt per Drag and Drop, ziehe diesen Punkt mit rein. Wenn der Punkt, wenn ich die nicht mehr haben möchte, einfach gedrückt halten, nach unten ziehen, bis das X erscheint und dieser Punkt ist wieder draußen. Das wäre der erste Punkt, Felder auswählen. Als nächsten Punkt möchte ich Ihnen zeigen, die Gruppierungsfunktion. Ich nehme mal Projektleiter raus. Sie sehen, ich ziehe das einfach wieder in diese Spalten hier rein. Jetzt nehme ich beispielsweise Standort, ziehe das hier oben in die Gruppierung rein. Dann hätte ich zum Beispiel eine Gruppierung nach Standort. Sie sehen hier Beispiele, also 14 Projekte in Deutschland, 1 in Frankreich, 6 in Niederlande und so weiter. Ich kann Ihnen das nochmal ganz kurz mit einem anderen Feld zeigen. Eventuell Kunde, also die verschiedenen Kunden, die hier auf der Datenbank ihre Projekte haben. Das Ganze kann ich übrigens auch kombinieren. Ich kann hier eine Doppelgruppierung einsetzen. Also ich möchte zuerst sehen, welcher Kunde hat in welchem Standort welche Projekte. Na, diese Gruppierung könnte ich natürlich beliebig weiterführen für den Anfang oder grundsätzlich mehr als zwei Gruppierungen empfehle ich dabei nicht. Als letzter Punkt in dieser Listendarstellung, die Filterfunktion. Sie können jede dieser Spalten, Sie sehen es hier rechts oben, sobald ich mit der Maus drüber gehe, erscheint ein Trichter. Ich kann also immer die Informationen genau filtern, die ich brauche. Schauen wir uns das mal hier bei einer Zeitspalte an. Sie sehen schon, beim Datumsfilter werden Ihnen auch Vorschläge gleichgebracht. Also ich möchte zum Beispiel sehen, welche Projekte Ende nächsten Monat. Schauen wir uns mal diesen Filter an und ich sehe sofort die entsprechenden Projekte mit Ende nächsten Monat. Das geht natürlich auch für andere Spalten. Da kann ich also diesen Filter erstmal wieder lösen. Einfach hier links unten, Sie sehen es, das ist der gesetzte Filter. Wir klicken auf das X, dass der Filter verschwindet. Das möchte ich mal jetzt mit einem Nicht-Zeitfilter machen. Also sehen wir auch hier die möglichen Auswahlfelder. Wir möchten jetzt mal vielleicht nur Projekte mit Standort Deutschland oder Niederlande und Österreich. Sie sehen es hier sehr schön. Also eine Mehrfachauswahl ist ebenfalls möglich. Also das waren die drei wichtigsten Punkte. Felder auswählen, gruppieren und filtern. Warum ist das wichtig in Inlux, sozusagen sich erstmal einen Überblick zu verschaffen? Na, ob ich das jetzt in der Projektliste mache oder in der Aufgabenübersicht, in der Zeiterfassung, wir können mal kurz rüberschauen. Ja, also sehen Sie Aufgaben genauso organisiert wie auch die Projektliste, genauso wie die Zeiterfassung oder die Dokumentenübersicht. In all diesen vier Listen können Sie diese drei Regeln anwenden. Einmal sozusagen verstanden, können Sie das derzeit anwenden. Vielleicht noch zwei Ergänzungen zu der Listenansicht. Ich zeige Ihnen das am besten nochmal ganz kurz in der Projektübersicht. Wenn Sie sich Ihre Liste sozusagen zusammengestellt haben,
können Sie das Ganze natürlich abspeichern. Das heißt, was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe oder Sie vielleicht auch mal probieren, müssen Sie nicht jedes Mal machen, nicht bei jedem Outlook-Start. Das heißt, das Ganze können Sie sich abspeichern. Oben einfach aufspeichern, aktuelle Ansicht speichern. Vergeben Sie Ihrer persönlichen Ansicht einen Namen. Sie sehen es hier, Sie können natürlich auch allen Inlux-Usern diese Ansicht dann global zur Verfügung stellen. Und wenn Sie im linken Bereich das mal aufklappen, ob ich das jetzt in den Projekten mache oder Aufgaben, Sie sehen es, also verschiedene Ansichten können Sie sich hier abspeichern. Sie werden in Inlux schon ein paar Standardansichten finden. Ich habe jetzt mir hier zum Beispiel mal meine eigene Ansicht gebaut, habe die Standardansicht Projekte genannt. Sie sehen also, das ist recht viel Information, die ich hier mit drin habe. Also hier einfach als Möglichkeit, mir meine eigenen Ansichten zu bauen. Auch hier natürlich wieder diese drei Werkzeuge angewandt, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Letzten Punkt vielleicht noch für die Fortgeschrittenen unter Ihnen. Da wird vielleicht die bedingte Formatierung interessant. Schauen wir uns das ganz kurz an. Ich möchte eine einfache Formatierung hinzufügen. Was passiert dann? Kommt dieses Side-Panel. Was bedeutet das? Also ich möchte eine bestimmte Spalte, wenn irgendwas passiert, soll die farblich geändert werden. Also ich möchte hier Beispiel die Spalte Status gleich in Bearbeitung. Schauen Sie bitte hier genau auf die gleiche Rechtschreibung. Also bitte auch hier das I groß und das B groß für in Bearbeitung. Und wenn das passiert, dann eine gelbe Farbe. Und Sie sehen es, wir haben die bedingte Formatierung mit reingenommen. Das Schöne ist, das können Sie genauso mit in Ihre Ansichten abspeichern. Das heißt, sortiert, kopiert, gefiltert, bedingte Formatierung noch mit hinzugenommen. Am Schluss sage ich aktuelle Ansicht speichern. Einfach nochmal eine schöne Ergänzung, auch hier farblich in diese Listen noch mehr reinzubekommen. Natürlich könnte ich jetzt noch eine neue bedingte Formatierung reinnehmen, also vielleicht Status, Angebotsphase oder Überprüfungsphase, haben dann natürlich eine andere Farbe. Gut, soweit mit dem ersten Punkt, mit den ersten Spielregeln zu Inlux. Verschafft ihr einen Überblick. Schauen wir uns das nächste Folie an. Definiere deine Spielregeln. Also Sie sehen, es gibt ein paar Punkte, bevor Sie in Inlux starten, wenn Sie sich Inlux individuell anpassen. Erster Punkt, Thema Berechtigungen. Wie komme ich überhaupt in die Berechtigung rein? Das Ganze ist natürlich in den Inlux-Optionen. Wie können Sie die Inlux-Optionen aufrufen? Dafür gehe ich natürlich in Outlook unter Datei. Und dort finden Sie die Inlux-Option. Also Sie sehen es auch hier optisch natürlich gleich mit dem Inlux-Zeichen. Einfach hier die Option öffnen und das schauen wir uns mal an. Genau, das sind hier die Inlux-Optionen. Thema Berechtigungen. Sie werden sofort sehen, wenn Sie das Berechtigungskonzept mal aufklappen. Es gibt hier zwei Arten. Es gibt einmal kontenbasiert, es gibt einmal rollenbasiert. Was ist grundsätzlich der Unterschied? Sie haben, wenn Sie mit Inlux schon gearbeitet haben, haben Sie auf der Betreuungsseite die Möglichkeit, verschiedene Rollen, insgesamt 5, jeweils mit Berechtigungen zu definieren. Also ich kann mal auf Projektleiter bearbeiten gehen und Sie sehen es, das sind die einzelnen Berechtigungen, die hier ein Projektleiter hat. Schauen wir uns das Teammitglied an, ein bisschen weniger. Ja, überlegen Sie sich, was darf der Projektleiter in so einem Projekt, was darf das Teammitglied? Ein kleiner Stolperstein hier grundsätzlich bei den Berechtigungen. Schauen Sie bitte, dass die Oberpunkte angehakt sind. Also würde ich diesen Punkt nicht mit reinnehmen, Projekte lesen, würden die Unterpunkte grundsätzlich auch nicht greifen. Das heißt, erst wenn ich den Oberpunkt mit dabei habe, gelten auch die unteren. Dann natürlich Projektnotizen lesen, Listen lesen, Mindmaps lesen nicht. Also nur der erste Punkt. Aber schauen Sie bitte, dass der Oberpunkt mit dabei ist. Kontenbasierte Berechtigung ist da nochmal eine Ergänzung zu den rollenbasierten. Merken Sie sich einfach, die kontenbasierte Berechtigung sind globale Berechtigungen. Das heißt, eine Person, die ich hier eintrage, die ich hier mit Berechtigungen versorge, hat grundsätzlich Rechte auf alle Projekte. Das heißt, wenn wir uns hier mal meinen Kollegen Herrn Luis anschauen, hat jetzt hier
grundsätzlich alle globalen Rechte. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Herr Lewis hätte das Kontenrecht Projekt lesen und hier Planung bedeutet. Herr Lewis kann in jedem Projekt die Planung lesen. Hätte er dann irgendwo in einem Projekt auch noch ein Rollenrecht, würde das sich natürlich ergänzen. Wäre er nirgendwo in einem Projekt, hätte er immerhin das dann doch sehr starke globale Recht Planung lesen in allen Inlux-Projekten. Also überlegen Sie sich, welche Ihrer Kollegen welche Rechte bekommen soll. Grundsätzlich empfehle ich immer, den rollenbasierten Berechtigungen anzufangen und später Zug um Zug vielleicht kontenbasierte Berechtigungen noch mit dazuzunehmen. Wenn Sie nur mit Rollenrechten arbeiten, hat es den großen Vorteil, Sie haben weniger Pflegeaufwand. Also Sie müssen nicht pro Person definieren, was darf diese Person in Inlux, sondern die Kollegen können sich dann selbst verwalten. Ja, wenn ich nicht in diesem Projekt bin, habe ich also auch keine Berechtigung. Gut, ich darf noch mal ganz kurz in die Liste reingehen. Genau, nächster Punkt wäre zweitens Dokumente. Wir bleiben vielleicht gleich in der Übersicht, in den Inlux-Optionen. Thema Dokumente, was Sie sich am Anfang natürlich überlegen sollten, wo liegen diese Dokumente, wie ist grundsätzlich die Struktur aufgebaut. Also ich gehe mal hier auf Ordnerpfad. Sie sehen es, wir sind ein Projekt-Tool, heißt, mehrere Personen sollen gemeinsam an den Dokumenten arbeiten. Das heißt, wie ich es jetzt hier eingestellt habe, machen Sie es bitte nicht, sondern Sie würden sich irgendwo in Ihrem in Ihrer Windows-Umgebung ein Netzwerkpfad aussuchen, dort einen gemeinsamen Inlux-Projekt-Überordner anlegen und dort können dann alle Personen drauf zugreifen. Schauen Sie bitte auch, das ist jetzt unabhängig von Inlux, dass diese Personen Berechtigungen, also Schreib- und Leserechte, auf diesen zentralen Windows-Pfad haben, sonst können die Personen dort nicht drauf zugreifen. Wenn ich einmal in meinem Netzwerk diesen zentralen Pfad definiert habe, muss ich mir überlegen, ja, wie möchte ich ein neues Inlux-Projekt, soll das angelegt werden? Sie sehen es jetzt hier bei mir, ist die Regel eingeschaltet, Projektnummer, Projektname, heißt für jedes, in diesem Haupt-Inlux-Ordner wird für jedes Projekt ein Unterordner angelegt, zuerst nach der Regel Projektnummer, danach der Projektname. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp, was ich oft gefragt werde. Es gibt hier die Möglichkeit, die Abteilung noch mit reinzunehmen. Wenn Sie das wie folgt definieren, also Abteilung, Backslash, Projektnummer, Projektname, wird Inlux nochmal einen Zwischenordner anlegen nach den Abteilungen und wird dort erst dann die einzelnen Projektordner anlegen. Hat gerade für die IT den großen Vorteil, sie muss die einzelnen Personen als Berechtigung auf die Ordner nur nach Abteilung und nicht einzeln definieren. Also ist gerade auch hier für die IT nochmal etwas Entlastung. Ein kleiner Tipp ist vielleicht auch nicht schlecht, nochmal auf der Dokumentenstruktur, um einen Unterordner zu haben, wo die einzelnen Projekte also in den Dokumenten je nach Abteilung sortiert sind. Allgemeine Optionen. Was haben wir hier für einen Punkt? Finden Sie natürlich unter Allgemein. Also, Thema Abteilung. Wenn Sie ein größeres Unternehmen sind, etwas tiefere Strukturen haben, schauen Sie, dass Sie sich die Abteilungen mal anschauen, Abteilungen definieren. Was haben wir noch an allgemeinen Feldern oder allgemeinen Informationen? Das finden wir hier unter dem Thema Projekte, Betreuung, also sowas wie Projektnummer, Gruppen, allen voran Kategorien. Also hier nochmal allgemeine Punkte, wo Sie Inlux einstellen können. Wichtiges nächstes Thema, Benachrichtigungen. Das sorgt gerade am Anfang immer so ein bisschen für Verwirrung. Es gibt grundsätzlich in Inlux drei Arten von Benachrichtigungen. Die schauen wir uns gleich mal an. Das heißt, hier gehen wir gleich mal rein. Also ich gehe unter Benachrichtigungen und Benachrichtigungsvorlagen. Das heißt, den anderen klappe ich mal kurz zu. Das heißt, der Fokus ist jetzt hier mal auf den Benachrichtigungen, die Benachrichtigungsvorlagen. Sie sehen schon diese drei Spalten. E-Mail-Benachrichtigung,
Outlook-Aufgabenanfrage, Outlook-Kalenderanfrage. Sie können also für verschiedene Aktionen in Inlux können Sie Benachrichtigungen auswählen. Sie sehen jetzt exemplarisch hier in unseren Optionen, für die meisten Aktionen, gerade natürlich für die Aufgaben, ja, wenn eine Aufgabe erstellt ist, wenn Ressourcen geändert werden, wird eine E-Mail-Benachrichtigung verschickt. In der Planung sehen Sie hingegen, ja, gerade auch bei dem Thema Meilenstein, wird jetzt keine E-Mail verschickt, sondern eine Outlook-Kalenderanfrage. Das heißt, wenn Sie aus dem Projekt rausgehen, wird dann keine E-Mail verschickt, also so im Sinne von, Sie haben eine neue Aufgabe, möchten Sie darüber informieren, sondern Sie bekommen dann gleich eben entsprechend die Kalendereintrag zu einem bestimmten Ereignis, zum Beispiel zu einem Meilenstein in diesen Kalender gesetzt. Und was am Anfang gerne etwas für Verwirrung sorgt im Ausführungszustand von Inlux, ist die Benachrichtigung für ein paar Aufgaben auf Outlook Aufgabenanfrage gesetzt. Bedeutet, wenn ich in Inlux eine Aufgabe bekomme, bekomme ich da eine Outlook Aufgabe. Die kann ich natürlich annehmen. Die kann ich als erledigt markieren. Die Rückmeldung zu Inlux erfolgt da leider nicht. Das heißt, gerade für den Anfang nehmen Sie das vielleicht raus. Ich empfehle Ihnen gerade bei den Aufgaben vielleicht Benachrichtigungen wie in der ersten Spalte, also alle Benachrichtigungen auf E-Mail zu schalten. Und einfach den Vorteil, wir bekommen einfach nur eine E-Mail, müssen dann natürlich oder können dann natürlich in Inlux die Aufgabe selbst als erledigt markieren. Vorletzter Punkt, ganz großes Thema, natürlich eigene Felder. Wo kann ich mir eigene Felder anlegen? Wo finde ich das Ganze? Das finden Sie unter dem Punkt, ich mich beinahe verklickt, allgemein, dort finden Sie den Punkt eigene Felder. Auch hier mache ich das andere vielleicht nochmal zu. Sie sehen schon, hier auf unserer Datenbank sind ein paar eigene Felder angelegt. Grundsätzlich, wie gehe ich vor? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich klicke auf Neu. Ja, wir können mal ein kurzes Beispiel machen. Also, ich nenne dieses Feld mal vielleicht Wichtigkeit. Wo möchte ich dieses Feld platzieren? Ja, Sie sehen also, es gibt verschiedene Positionen innerhalb von Inlux, wo Sie diese eigenen Felder hinterlegen können. Also das kann jetzt in den Aufgaben sein, das kann in der Planung sein, aber natürlich auch in den Budgets oder Dokumenten oder natürlich der Zeiterfassung. Ich würde mal sagen, wir setzen das benutzerdefinierte oder das eigene Feld hier in den Aufgaben. Und dann ist die nächste Frage, ja, was soll das überhaupt für ein Feld sein? Also soll das hier vielleicht ein Textfeld sein, Datumsfeld, Ganzzahl? Also Sie sehen die verschiedenen Feldtypen, die es hier gibt. Wir entscheiden uns mal für eine Liste und möchten hier eine Liste anlegen. Also wir machen es ganz einfach. Das wäre hoch, mittel und niedrig. Dann sehen Sie unten hinzufügen, neue Einträge erlauben. Nein. Auswahl darf leer sein. Nein. Standardmäßig selektierter Wert, dann nehmen wir Mittel. Das Ganze bestätige ich und schon habe ich mir ein eigenes Feld angelegt. Also relativ einfach, relativ simpel. Und dann werde ich im Projekt mit Doppelklick auf eine Aufgabe, zum Beispiel in dem Kanban-Board, werde ich hier in diesem Side-Panel ganz unten die eigenen Felder vorfinden. Und da kann ich diese Information dann pflegen. Also nochmal eine zusätzliche Wichtigkeit in diese Aufgabe reinbringen. Gut, das wäre soweit der Punkt, definiere deine Spielregeln. Also gerade natürlich zu empfehlen, bevor Sie mit den ersten Projekten beginnen, gerade natürlich der zweite Punkt, der Punkt Dokumente, definieren Sie sich zuerst Ihre Ordnerstruktur. Natürlich können Sie das im Nachhinein noch ändern, aber erspart Ihnen natürlich mehr Arbeit. Als einen nächsten sehr wichtigen Punkt schauen wir uns die Inlux-Aufgaben an. Aufgaben natürlich eines der zentralen Elemente in Inlux. Und da als ersten Punkt, zeig deine eigenen Aufgaben an. Das heißt, um mir verschiedene Aufgaben aus verschiedenen Projekten anzeigen zu lassen, interessiert mich als Nutzer natürlich meine eigenen Aufgaben. Dafür schalte ich in die globale Aufgabenansicht von Inlux rüber. Und Sie sehen schon, der Fokus ist hier
auf den Bereich Aufgaben. Und wichtig ist hier dieser Bereich. Das heißt, ich habe hier einen extra Knopf, sozusagen mir meine eigenen Aufgaben anzeigen zu lassen. Das schauen wir uns mal an. Also gehen wir mal hier in die eigenen Aufgaben und Sie sehen schon, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine projektlose Aufgabe, die heißt Projekt definieren, und für das Projekt Inlux Spielregeln habe ich jetzt hier verschiedene Aufgaben. Sie sehen das hier, ich bin jetzt hier auch überall als Ressource eingetragen, verschiedene Status innerhalb der Aufgaben und eine Aufgabe ist jetzt hier auch überfällig. Das Ganze kann ich mal umschalten, das heißt, zeige mir mal nur die überfälligen Aufgaben an. Gibt es hier schon abgeschlossene Aufgaben? Also Sie sehen es auch, es gibt hier auch schon für dieses Projekt abgeschlossene Aufgaben. Verwende die Inlux-Aufgaben. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich Ihnen schon gezeigt hatte am Anfang bei der Benachrichtigung. Also schalten Sie natürlich auch die Inlux-Aufgaben ein. Das heißt, bei der Benachrichtigung nutzen Sie nicht die Outlook-Aufgabenanfrage, sondern wirklich die Inlux-Aufgaben innerhalb des Projektes. Das heißt, wenn ich Aufgaben in einem Projekt erstelle, die Person benachrichtige, schauen Sie bitte, dass Sie hier die entsprechenden Aufgaben abarbeiten. Das heißt, in meiner globalen Aufgabenliste, ja, markiere mir hier einfach mal eine Aufgabe. Sehen schon, mit Doppelklick komme ich in dieses Side-Panel rein und kann jetzt hier diesen Status, rechts oben den Status der Aufgaben zurückmelden. Das mache ich nicht natürlich mit den Outlook-Aufgaben, das mache ich hier mit den Inlux-Aufgaben. Lass dich an deine Aufgaben erinnern. Das ist gerade für die Nutzer, die hauptsächlich Inlux-Aufgaben zurückmelden sollen. Gibt es in den Inlux-Optionen nochmal die Möglichkeit, mich an meine Aufgaben zu erinnern. Und das kann jeder von Ihnen, Sie müssen dabei kein Inlux-Admin sein, das kann ich unter Benutzereinstellungen machen. Also jeder von Ihnen kann in die Inlux-Option, Sie müssen kein Admin sein, die werden immer den Punkt Benutzereinstellungen finden. Und dort haben wir den Punkt weitere Optionen und Sie sehen schon, bei mir ist es angehakt, an meine Aufgaben erinnern, vor Start und Ende der jeweiligen Aufgabe. Verschiedene Zeiteinheiten, die Sie hier wählen können, also von Minuten, Stunden, Tag und Wochen kann ich die jeweiligen Zeitrahmen auswählen, an denen ich mich hier an meine Aufgabe erinnern lassen möchte. Als nächsten Punkt, ich schalte mal ganz kurz die Optionen aus. Als nächsten Punkt, ja, ich zeige Ihnen das vielleicht nochmal ganz kurz, viertens, passt ein Kanban-Board richtig an. Das bedeutet, ich zeige Ihnen das einmal am besten innerhalb eines Projekts. Also, wenn Sie in einem Projekt mit Aufgaben arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, natürlich Aufgaben zu definieren innerhalb des Kanban-Boards. Ich werde mal exemplarisch drei Aufgaben hinzufügen. Und Sie sehen schon, wie das aufgeteilt ist. Wir machen mal das Side-Panel kurz zu. Dreigeteilt, dieses Kanban-Board, also nicht begonnen, in Bearbeitung und erledigt. Was ich jetzt machen kann, ich kann diese Status der Aufgaben mir anpassen. Dabei gibt es zwei Unterscheidungen. Sie können das einmal global machen, Sie können das einmal in den Inlux-Optionen machen. Dann gilt das für jedes neue Projekt, was Sie eröffnen und erstellen. Wenn ich es natürlich innerhalb eines Projekts mache, gilt es nur für das jeweilige Projekt. Das heißt, Projektleiter unter Ihnen können jederzeit sagen, okay, mir gefällt diese Dreiteilung der Inlux-Aufgaben nicht. Ich möchte vielleicht hier einen vierten Status mit dazu nehmen. Das können Sie machen. Dafür müssen Sie auch nicht mal Inlux-Admin sein. Das heißt, Sie können es individuell für Ihr Projekt definieren. Hier oben auf Status bearbeiten kann ich zum Beispiel einen neuen Status hinzufügen. Den nenne ich beispielsweise Freigabe. Ja, ich wähle jetzt hier einfach mal noch eine Farbe aus. Wichtig ist jetzt, schauen Sie bitte, in welchem Status wir uns gerade befinden. Als letzter Punkt ist Freigabe, davor kommt erledigt. Was ich jetzt unbedingt machen muss, ich muss Freigabe
verschieben. Dafür rücke ich das einmal nach oben. Hätte ich das nicht gemacht, Inlux erkennt immer die letzte Spalte als das technisch erledigt an. Egal, wie Sie diese Spalte natürlich benennen. Sie können sie auch, was weiß ich, benennen. Wichtig ist, die letzte Spalte ist die Fertigspalte. Das heißt, ich hätte es auch drehen können, also Freigabe hier ganz rechts und erledigt als vorletzte Spalte. Und wenn immer die ganz rechten Aufgaben erkennt Inlux als erledigt. Also das hier nur als kleiner Tipp für die Aufgaben, wenn Sie hier die Spalten auch nochmal anpassen. Ganz rechts ist die Erledigt-Spalte. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz in unsere Präsentation rein. Letzter Punkt, lies das Gantt-Chart richtig. Das ist eigentlich ein kleiner Punkt, den ich Ihnen hier zeigen möchte, gerade für das Projekt. Dafür gehen wir mal ganz kurz in die Planung rein. Ich werde mal jetzt hier einfach ein paar Vorgänge erstellen und die zueinander in Beziehung setzen. Hat einfach optische Gründe, damit Sie es ein bisschen besser erkennen können. Genau. Das zoomen wir mal noch hin. Gut. Wenn ich jetzt hier Aufgaben reinsetze in diese Vorgänge, machen das mal, sehen Sie auch schon, unter den Vorgängen kommen die Balken der Aufgaben rein und dahinter steht eine Zahl. Das hat jetzt nichts mit dem Erledigungsgrad der Aufgaben zu tun. Das ist die Auslastung, die diese Aufgabe erzeugt. Warum steht da zu Beginn 100%? Ganz einfach, der Aufwand zu einer Aufgabe hat die gleiche Größe wie auch die Zeitdauer der jeweiligen Aufgabe. Also wenn wir mal hier in diese Aufgabe reingehen, wir sehen es hier, die Dauer von einem Tag, Start und Ende, ist eben hier auch mit 8 Stunden dargestellt. Und Inlux zeigt Ihnen in der Planung immer sofort auch an, wie die Auslastung der jeweiligen Aufgabe ist. Bedeutet, würde ich jetzt hier einen Vorgang mal in die Länge ziehen, sinkt natürlich die Auslastung. Das heißt, ich habe für den gleichen Aufwand in so einer Aufgabe, habe ich natürlich mehr Zeit. Das heißt, entsprechend sinkt die Belastung aus dieser Aufgabe. Als nächsten Punkt die Inlux-Dokumente. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich 3 Möglichkeiten in Inlux in einem Projekt neue Dokumente hinzuzufügen. Dafür öffne ich ein Projekt. Und ich will Ihnen ganz kurz zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben, in Inlux ein Dokument hinzuzufügen. Dafür gehen wir natürlich in den Dokumentenbereich. Also grundsätzlich, wir schauen uns vielleicht erstmal kurz den Pfeil an. Wenn ich auf Neu gehe, gibt es 3 Arten von Dateien in ein Inlux-Projekt hinzuzufügen. Neue Datei, Verknüpfung und neuer Internetlink. Was passiert bei dem ersten? Wenn ich auf Neue Datei klicke, wird Inlux von einem bestehenden Dateispeicherort, von einer bestehenden Datei eine Kopie machen und diese Kopie in den vorher definierten Inlux-Ordner ablegen. Das heißt, aus allem, wenn Sie über neue Datei Dokumente in Inlux hinzufügen, wird das Dokument an sich an seinem Speicherort nicht verändert, sondern es wird zum Inlux-Ordner, zum Inlux-Projektordner eine Kopie erstellt. Hingegen Dateiverknüpfung wird diese Datei nicht kopiert. Bei einer Dateiverknüpfung wird der bestehende Speicherort einfach in Inlux registriert. Das heißt, wenn ich irgendwo beispielsweise, sagen wir mal, auf meinem Desktop eine Datei habe, dann möchte ich in den Projektordner übernehmen, würde ich natürlich neue Datei auswählen und nicht neue Dateiverknüpfung. Denn würde ich neue Dateiverknüpfung auswählen, würde Inlux sehen, okay, dieser Speicherort ist C, Doppelpunkt, Backslash, Desktop vielleicht bei mir. Und darauf hätten natürlich die anderen User dann keinen Zugriff. Und so über neue Datei stelle ich sicher, Inlux kopiert diese Datei für alle zu dem Inlux-Ordner, damit eben auch die Kollegen drauf Zugriff haben. Also passen Sie da ein bisschen auf, wenn Sie neue Datei oder neue Dateiverknüpfung wählen. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Neue Datei
wird es zu den Inlux-Ordner kopiert, neue Dateiverknüpfung, wird die Datei am bestehenden Ort beigelassen. Es wird einfach nur Inlux gesagt, wo befindet sich diese Datei. Naja, und neuer Internetlink, wie es der Name schon sagt, können Sie da natürlich eine URL eingeben. Mehr noch, Sie könnten bei sich auch einen internen Ordner auswählen. Also es würde zum Beispiel auch gehen, wenn Sie sagen, okay, ich möchte anstatt einer Datei zu verknüpfen, ich möchte einen ganzen Ordner verknüpfen. Das würde genauso gehen anstatt einer Datei. Also das sind die drei Dokumentenarten, die Sie in Inlux nutzen können, die Sie Inlux ein neues Dokument hinzufügen können oder natürlich einen neuen Ordner. Ich kenne deine Inlux-User als nächsten Punkt. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Inlux-Nutzern, die Sie registrieren können. Es gibt einmal die Exchange-User und es gibt einmal die Inlux-User. Vielleicht einen kurzen Hintergrund zu diesen beiden User-Arten. Natürlich, wenn Sie Exchange nutzen, empfehlen wir auch, diese User entsprechend zu lizenzieren. Das bedeutet, Sie wählen bei Personen, die Sie mit einer Inlux-Lizenz ausstatten wollen, wählen Sie den entsprechenden Exchange-Kontakt aus Ihrem Adressbuch und diesen Exchange-Kontakt, meistens ist es die globale Adressliste, aus der Sie diesen Kontakt auswählen. Ja, und diesen Kontakt, den nehmen Sie natürlich auch für Ihre Projekte. Das heißt, wenn ich die Kollegen, die Exchange-User ins Projekt mit reinnehmen, werden die natürlich automatisch berechtigt und sehen dann natürlich auch die Projekte, in denen Sie mitbeteiligt sind. Sollten Sie Exchange nicht nutzen, können Sie sich in Inlux natürlich auch eigene User anlegen, die sogenannten Inlux-User. Die können Sie dann natürlich genauso auch auswählen, ja, als sozusagen als kleine Ausweichmöglichkeit, wenn Sie keinen Exchange bei sich einsetzen. Vielleicht zeige ich Ihnen das Ganze nochmal ganz kurz im Betrieb von Inlux, am besten anhand der Aufgaben. Da ist immer eigentlich das meiste Fehlerpotenzial. Wir sehen hier in dem Projekt, bin hauptsächlich ich mit Aufgaben betraut. Ich gehe mal in so eine Aufgabe rein. Rechtes Side-Panel bei der Auswahl der Ressourcen. Gehe ich mal auf die drei Punkte und da kann ich Ihnen am besten den Unterschied mal zeigen. Sie sehen schon hier oben, ja, Sie haben natürlich verschiedene Adressbücher, die Sie auswählen können. Und allen voran haben Sie die Inlux-Adressbücher. Das heißt, wenn Sie jetzt hier eben keine Exchange-User nutzen wollen oder nicht können, haben Sie natürlich hier auch nochmal die Möglichkeit, separate Inlux-Kontakte auszuwählen. In dem Fall, ich sage, das ist dann eher ein Kommunikationsthema, muss eben definiert werden, mit welchen Usern grundsätzlich gearbeitet wird. Also wird mit den Exchange-Usern gearbeitet oder wird mit den Inlux-Kontakten gearbeitet. Wenn ein Exchange-Kontakt lizenziert ist in Inlux und auch registriert ist und ich wähle jetzt hier ihn, oder ich lege ihn im Inlux-Adressbuch an und wähle ihm hier eine Aufgabe zu, dann wird er diese Aufgabe nicht sehen. Wie gesagt, weil dann stimmt Aufgabe mit Lizenzierungstyp oder Lizenzierungsressource nicht überein. Daher einigen Sie sich auf einen User. Gut, das sind die beiden User, die Sie in Inlux verwenden können. Kommen wir zum recht umfangreichen Thema. Das ist der Gantt-Chart als Planungselement in Inlux. Dazu möchte ich Ihnen ein paar Punkte zeigen. Das heißt, wir öffnen einfach nochmal das Projekt und gehen in die Planung. Wir sehen jetzt hier aktuell, es ist eine leere Planung. Als ersten Punkt passt die Planungsliste an. Ich habe vorher in meinem Tutorial schon gezeigt, in Inlux werden viele Informationen in Listen dargestellt. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, unter anderem Felder auszuwählen, also in diese Inlux-Listen verschiedene Informationen mit reinzunehmen. Das Ganze können Sie hier natürlich auch in der Planung, das heißt, rechte Maustaste in diesem weißen Bereich links Felder auswählen. Also diese Möglichkeit, diese Option gibt es auch hier. Das heißt, verschiedene Infos, die Sie sich hier anzeigen lassen können. Also ich möchte vielleicht jetzt hier den Fortschritt noch mit reinnehmen.
Arbeitsdauer brauche ich vielleicht jetzt nicht. Sie sehen, es taucht jetzt hier auch wieder auf. Also so können Sie sich die verschiedenen Informationen mit reinnehmen oder auch wieder rausziehen. Vielleicht ein kleiner Hinweis hier, hier gibt es nur eine Ansicht. Sie haben ja vorhin gesehen, in der Projekt- oder Aufgabenliste haben Sie verschiedene Ansichten, die Sie sich abspeichern können, aus denen Sie auch auswählen können. Grundsätzlich ist pro Inlux-User immer so eine Ansicht gespeichert. Das heißt, Sie haben hier keine verschiedenen Ansichten, aber Sie sehen hier schon, denke ich mal, eine recht vernünftige Übersicht, wie ich es Ihnen schon dargestellt habe. Also bestehend natürlich mindestens aus Name und Start und Ende. Das sind natürlich mal so die wichtigsten Informationen, die Sie mit reinnehmen sollten. Nächster wichtiger Punkt, der in meiner Liste erscheint, setzt korrekte Einschränkungen. Was meinen wir damit? Ich mache ein einfaches Beispiel. Wir setzen mal einen Vorgang. Ich werde diesen Vorgang, wir wählen mal hier einen anderen Kalender aus und ich sage mal, das sind jetzt hier 10 Arbeitstage. Genau, ich werde jetzt mal 5 Vorgänge erstellen. Ich werde die miteinander verketten, zeige Ihnen, wie das aussieht. Genau. Also immer 2 Wochenblöcke sozusagen nacheinander, also mit einer sogenannten Standardbeziehung, Ende zu Start, also Ende. Zweiter Vorgang, Start, dritter Vorgang. Warum korrekte Einschränkungen? Grundsätzlich, wenn Sie neue Elemente in die Planung mit reinnehmen, sind diese Elemente frei. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Vorgang mal etwas länger ziehe, ja, kommt nahtlos, Sie sehen hier grau, das Wochenende kommt nahtlos, der nächste Vorgang, das heißt Freitag, fertiggestellt. Am Montag kommt der nächste Vorgang. Korrekte Einschränkungen bedeutet, wenn ich manuell in diese Planung eingreife, ich schnappe mir mal hier diesen dritten Vorgang und ziehe diesen Vorgang mal auf die 34. KW. Sie sehen jetzt schon, was passiert. Jetzt ist hier natürlich ein Sprung drin. Das ist natürlich auch so von mir gewollt. Das heißt, ich sage, ja, dieser dritte Vorgang kann erst in KW 34 beginnen, obwohl ja eigentlich der zweite Vorgang schon Ende KW 30 endet. Der nächste Vorgang, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, kann erst in KW 34 beginnen. Das hat dann natürlich auch den Nachteil, wenn Sie später wieder, jetzt ist es noch übersichtlich, aber wenn Sie mal eine größere, komplexere Planung schon aufgebaut haben und Sie schauen wieder in den Plan rein und Sie wundern sich, warum ist hier dieser Sprung? Das Ganze können Sie ganz einfach abfragen, wenn Sie sich diese Einschränkungsspalte mit reinnehmen. Das heißt, mit der Maus hier draufgegangen, frühestens Beginn am 20.8. Warum? Ja, das habe ich ja gerade so definiert. Das heißt, ich habe manuell in diese Planung eingegriffen. Frühestens am 20.8. soll dieser Vorgang beginnen. Er soll nicht nahtlos Anfang 31. KW beginnen. Und diese Einschränkungen können wir noch etwas detaillierter definieren. Das heißt, diese Einschränkungen werden gesetzt, wenn ich manuell in diese Planung eingreife. Kann ich mir aber natürlich auch konkret anschauen, was es hier für Einschränkungen gibt. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Am, nicht früher als, nicht später als. Ich denke, am ist die einfachste. Das heißt, wenn ich mal diese Einschränkung auf genau den 20.8. setze, bedeutet das, ja, dieser Punkt ist fest. Ja, also Start dieses Vorgangs ist fest. Das heißt, ich ziehe das Ganze mal weiter. Ja, also bewegt sich kein Stück, egal, wo es eigentlich hätte schon weiterspringen müssen, weil ich ja hier eine Ende-zu-Start-Beziehung habe. Dieser Nachfolger bleibt einfach, ja, das hatte ich ja gerade so definiert, also am 20.8. sozusagen. Sehen übrigens, was hier gerade passiert ist, wenn ich jetzt hier drüber gehe. Ich habe jetzt hier eine Einschränkungsverletzung. Das heißt, ich habe hier eine Ende-zu-Start-Beziehung. Das greift aber nicht mehr, weil dieser Nachfolger sozusagen fest ist. Also sozusagen ein Logikfehler. Inlux warnt mich daraufhin, dass diese Planung ja in dem Sinn falsch ist. Die anderen beiden Beziehungen können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen. Nicht früher als, ja, dann soll nicht früher als der 20.8. Dieser Start des Vorgangs beginnen. Das können wir uns mal anschauen. Ja, was passiert dann? Das heißt, bis zum 20.8. passiert natürlich nichts. Wenn ich weiterschiebe, Sie sehen, springt weiter.
Also ich habe die Einschränkung gesetzt, erst am 20.8. sozusagen mit diesem Nachfolger beginnen. Ich mache das nochmal zurück. Wir sehen also, künstlich blockiert am 20.8. Alles, was darüber hinausgeht, wird natürlich weiter verschoben. Und das Ganze schauen wir uns nochmal in der dritten Einschränkung an, nicht später als der 20.8. Genau umgekehrt. Das heißt, dieser Vorgang, dieser Nachfolger wird irgendwann am 20.8. stoppen. Das heißt, ich ziehe es mal weiter, ich simuliere das mal, was dann passiert. Irgendwann wird der Nachfolger ergreifen. Sie sehen, er greift jetzt hier am 20.8. Ja, wäre so ein bisschen die Überlegung. Also ich muss am 20.8. mit diesem Nachfolger beginnen, sonst ist sozusagen der komplette Zeitplan innerhalb dieses Projekts grundsätzlich gefährdet. Als dritten Punkt auf meiner Übersicht, auf meinen Spielregeln, habe ich verstehe die Sammelvorgänge. Was Sie jetzt hier sehen, sind reine Vorgänge. Das sind noch keine Sammelvorgänge. Wie kann ich jetzt hier einen Sammelvorgang erstellen? Das heißt, ich möchte vielleicht aus dem zweiten Vorgang hier einen Sammelvorgang erstellen. Was mache ich dabei? Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal nach diesem Punkt weitere Vorgänge mit reinbringen. Wir nehmen mal drei Stück. Wir sehen also, diese Vorgänge sind jetzt hier ganz klein. Die dauern nämlich jetzt hier nur einen Tag. Und was ich jetzt mache, ich markiere mir diese drei Vorgänge. Wir haben ja gesagt, ich möchte aus dem zweiten Vorgang einen Sammelvorgang erstellen. Ich gehe hier oben auf die Anordnungsbeziehung, gehe einmal nach rechts. Wir sehen jetzt, was passiert. Aus 2 wird jetzt ein Sammelvorgang. Ja, also 2.1, 2.2 und 2.3 wären dann sozusagen Untervorgänge. Ich zoome jetzt hier mal rein. Die kann ich übrigens hier reinzoomen. Ich halte die Steuerungstaste gedrückt. Ebenso auch die linke Maustaste. Und ich zoome jetzt hier mal rein. Und Sie sehen schon, das ist jetzt hier. Ich habe einen neuen Vorgang dazugefügt. Das ist jetzt hier sozusagen jeweils ein Tag. Kann ich jetzt hier sozusagen auch wieder in Beziehung setzen. Sie sehen schon, was passiert. Was so die Charakteristik eines Sammelvorgangs ist. Naja, es ist sozusagen ein passiver Vorgang, der richtet sich sozusagen nach der Summe der Einzelvorgänge, die unter ihm sind. Wenn ich die natürlich jetzt hier nacheinander in Beziehung setze, wird der komplette Sammelvorgang natürlich auch wieder länger. Das heißt, ich zoome jetzt hier mal raus. Sehen also, wenn ich das Ganze mal ein bisschen verlängere, wird natürlich der entsprechende Sammelvorgang auch länger. Hat die Möglichkeit oder Sie haben dann die Möglichkeit, sozusagen verschiedene Vorgänge zusammenzufassen. Und ich möchte sehen, wann ist zum Beispiel der Sammelvorgang Konstruktion grundsätzlich abgeschlossen oder wie lang dauert der, wenn verschiedene Punkte unter diesem Sammelvorgang Konstruktion zusammengefasst worden sind. Dafür nehme ich vielleicht den Punkt Arbeitsdauer auch nochmal mit rein. Und dann haben Sie einfach hier sehr schön die Anzeige, naja, 14 Tage dauert dieser Sammelvorgang. Wir haben ihn Konstruktion genannt. Ja, warum? Weil die einzelnen Unterpunkte 4 Tage, 5 Tage und jeweils 5 Tage dauern. Also das ist die Charakteristik eines Sammelvorgangs. Sie sehen es auch hier. Ich kann jetzt hier diesen Sammelvorgang, hier ändert sich der Cursor, kann ich jetzt natürlich jederzeit verlängern und verkürzen. Hier kann ich das nicht. Wie gesagt, das ist ein indirekter Vorgang. Dieser Sammelvorgang, den kann ich nicht aktiv ändern. Ich kann ihn aber jederzeit natürlich in Beziehung setzen. Also Sie können Vorgänger und Nachfolger natürlich jeweils auf den Sammelvorgang setzen. Müssen Sie aber nicht. Sie können aber auch direkt beispielsweise innerhalb dieses Sammelvorgangs als Nachfolger seinen Vorgang auswählen. Letzter Punkt. Das ist ein sehr kurzer Punkt. Heißt bei mir auf der Liste, hab die Planung im Blick. So, das ist jetzt schon mal hier ein treffendes Beispiel. Ich bräuchte jetzt irgendwie einen Knopf, damit ich sehen kann, ja, was kommen denn eigentlich für Nachfolger? Natürlich, könnt ihr jetzt hier rüber scrollen, würde ich das sofort sehen. Nein, ich brauche eigentlich einen Knopf, wo ich das Ganze mir sofort ranzoomen kann. Das finden Sie hier unter dem Punkt Ansicht. Dort ist es Anpassen. Wenn ich das klicke, ja, schönes Hilfsmittel, mit einem Klick habe ich immer meine komplette Planung im Blick. Der Knopf ist so wichtig, den habe ich mir auch oben in die Schnellzugriffsleiste gelegt. Also, kennen Sie aus Outlook
Das heißt, über allen Ribbons kann ich mir eine sogenannte Schnellzugriffsleiste hinzufügen. Wie mache ich das? Ganz einfach, rechte Maustaste, ja, da ich es schon hinzugefügt habe, ist jetzt hier eine andere Bezeichnung dabei, aber wenn ich es noch nicht hinzugefügt habe, würde hier stehen, zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Dann haben Sie es hier oben. Ja, und wenn ich dann in der Planung bin, Sie sehen, ich muss nicht mal schauen, welchen Ribbons ich bin. Ein Klick, ich habe die komplette Planung immer in einem Blick. Gut, das wären soweit erstmal die Gantt-Skills. Als nächster Punkt, vielleicht noch als Ergänzung, die Zeiterfassung. Das heißt, wie kann ich schnell und einfach Zeiterfassungseinträge erstellen? Und das möchte ich Ihnen so ein bisschen aus einer Sicht eines Projektmitarbeiters zeigen. Das heißt, wir haben ja heute schon unsere globale Aufgabenansicht gesehen. Vielleicht schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Ich werde aber vorher doch erst das Projekt kurz schließen. Aufgaben, meine offenen. Genau, also, ich klappe mal die Aufgaben auf. Das haben wir vorhin schon gesehen. Das sind meine Aufgaben. Sie sehen es hier, also, der Fokus ist auf meine Aufgaben, meine offenen Aufgaben. Und jetzt habe ich vielleicht die erste Aufgabe schon fertig oder wieder eine Aufgabe in diesem Projekt fertig. Und da möchte ich jetzt die Zeit erfassen, die ich für diese Aufgabe gebraucht habe. Ja, wir machen mal die Aufgabe Spielregeln präsentieren. Sehen, wenn der Fokus auf dieser Aufgabe ist, haben Sie hier oben die Möglichkeit, Zeit erfassen. Klicken wir mal drauf. Öffnet sich hier das Dialogfenster. Jetzt muss ich natürlich erstmal rückmelden, wie lange habe ich hierfür gebraucht. Ich sag mal 5 Stunden, bin also gerade fertig geworden. Hätte jetzt hier bei Beschreibung nochmal die Möglichkeit, genau zu sagen, was habe ich gemacht in dieser Zeit. Sie sehen schon, Zuweisung ist schon korrekt. Ich habe diese Aufgabe ausgewählt, Zeit erfassen, also muss ich mich hier bei der Zuordnung nicht nochmal drum kümmern. Könnt jetzt hier natürlich eine andere Kostengruppe auswählen. Ja, die muss natürlich jetzt hier definiert werden, welcher Stundensatz hinter dieser Kostengruppe ist. Wir haben jetzt hier sozusagen eine Standardkostengruppe Beratung. Das Ganze bestätige ich. Fertig. Also das ist die erste Zeiterfassung auf diese Aufgabe. Das Ganze kann ich übrigens nochmal machen. Ja, das Ganze ist kumulativ. Das bedeutet, ich muss nicht erst am Ende seiner Aufgabe meine Zeiten erfassen. Ich kann jederzeit dazwischen die Zeiten erfassen. Das heißt, jetzt habe ich vielleicht was vergessen. Ja, vielleicht hier nochmal 2 Stunden dran gesessen, diese Aufgabe bearbeitet. Fertig. Ja. Jetzt könnte ich natürlich den Status dieser Aufgabe ändern und die Zeiterfassungseinträge sind gesetzt. Wo Sie die natürlich finden, würden wir global unter Zeit finden. Also auch hier wieder gleiche Thematik, wie ich es am Anfang ja auch schon Ihnen gezeigt habe. Die Anpassung der Listen sortieren, gruppieren und filtern. Also ich könnte mal jetzt hier unser Projekt filtern. Dann sehen Sie schon Inlux Spielregeln, insgesamt 7 Stunden Zeit erfasst. Ich könnte jetzt auch nochmal eine Doppelgruppierung hier mit reinnehmen. Von wem wurde denn die Zeit erfasst? Das wäre jetzt hier von mir insgesamt 7 Stunden. Wie setze ich das zusammen? Na, das sind zwei Zeiterfassungen auf die gleiche Aufgabe. Einmal 5 Stunden und einmal 2 Stunden. Soweit möchte ich das abschließen. Schauen Sie natürlich auch nochmal hier in unsere Online-Hilfe rein. Den Link sehen Sie hier. Das Ganze können Sie sich natürlich auch nochmal auf YouTube anschauen, auf unserem YouTube-Kanal. Ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.